Willkommen zurück bei The Search. Weiter geht's hier unten im Außenbereich, wo wir dann... Hau doch! Ach ne, das war gar keiner der besonders gepanzerten. Okay. Ich versah mich. Schon MK8-Legierung, aber die haben die hier, glaube ich, noch nicht. Die dürfte es erst in der nächsten Gegend geben, wo ich dann auch meine Farmrunde wieder habe. Aber... Die hier Zusatzkerne XL? Nee, ne? Noch nicht. Oh, scheiße. Im K7. Schade. Zusatzkern. Ich hab gerade zwei Zusatzkerne bekommen. Alter, erschreck mich doch nicht. Na je. Weil ich das Bein abgehauen habe? Gott sei Dank hatte ich mich gerade geheilt. Das hat uns ganz schön ins Auge gegangen. Die lassen aber echt gut was fallen, muss ich mal sagen. Also... Der einfache Fakt ist. So, hier hinten war noch einer. Da. Ja, shit. Kommt doch noch ein bisschen näher. Was ist er denn? Da. Fuck. Ist aber gar nicht so schlimm. Da oben, wie gesagt, können wir unsere Heilung nochmal auffrischen. Das ist noch komplett. So. Den Shortcut schalten wir später frei. Da drin ist noch so ein... Oh, shit. Ich dachte, da drin war ein anderer. So ein Scorpit nochmal. Kann ich die Chemikalien ausschalten? Nö. Ich dachte gerade... Moment, was stand da? Hülle intakt. Okay. Da geht's runter. Da müssen wir auch weiter. Ah. Melissa. Keine Scheu. Sie sind offenkundig ein Mann von Integrität und Initiative. Und ich hätte da eine kleine Bitte. Ich höre. Ach so. Gut. Sie... Guter. Kennen Sie mich? Ich bin dann weg. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Jetzt hab ich mich geheilt, ich Idiot. Es ist mir die größte Freude, heute Jonah Guttenberg, den Gründer von und, ich darf wohl sagen, Kopf hinter Resolve, hier mit uns begrüßen zu dürfen. Ja, Wolfram Legion MK7. So, da hinten ist bloß eine Drohne, da ganz hinten um die Ecke liegt noch ein Item und der große... Könnten wir auch erledigen, aber ich kann hier kein Implantat tauschen. Was halt... Oder? Geht nicht, weil ich die Ausdauer nicht tauschen kann. Außerhalb der Medibay. Schade, wenn ich jetzt zum Beispiel die Geschichte mit dem plus 40% mehr Altmetall drin hätte, würde das direkt gehen. So, hier können wir nirgendwo rein. Das sind jetzt jeweils drei Ausgänge. Da hinten einer. Der ganz zum Schluss. Und genau, da von links ist, glaube ich, der erste, den wir dann freischalten. Hier ist noch einer. War das nicht immer noch ein Vital Boost V1?
bin auch so unfassbar helle. Warum ich nicht einfach mal noch meine Heilung oben aufgefrischt habe, bevor ich hier runtergesprungen bin. Macht er mich hier fertig, ey. Ich geh kaputt. Komme ich nicht mehr raus, wa? Scheiße. 10.000? Na nun. Proteus A-Modul freigeschaltet. Aha. Och Mann, ey. Ich hätte mich echt nochmal heilen können. Da habe ich natürlich ausgerechnet jetzt Autopsie nicht dran gedacht. Von D70739. Clive Henderson, männlich, 28. Rücken, Hals und Schädel wurden geöffnet. Großhirn sowie Zervikal- und Thorakalbereich des Rückenmarks liegen frei. Alle Neuroimplantate wurden entfernt. Dies ist das siebte Opfer mit ähnlicher Pathologie. Bitte beachtet, Dekontaminierung wurde angeleitet. Säuberungsteams sind auf Position. Zu eurer eigenen Sicherheit meidet bitte folgende Sektoren. Gewächshäuser und Laboratorien. So, dafür ist auch wieder ein Sicherheitsscan notwendig. Das geht auch jetzt noch nicht. Drüben geht's weiter. Genau, hier steht nämlich noch einer. Den hatte ich noch im Kopf. Da oben. Ach Quatsch, hier drüben. Hallo? Ach, dort ist er. Hey, komm her. Wieder Wolfram-Legierung MK7. Ja, ich glaube, hier finden wir, wenn da nur durch ein Item was rumliegt, nochmal MK8. Aber MK7 wird es hier wahrscheinlich, MK8 wird es hier normal durch die Gegner nicht geben. Da ist so einer. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Für den da hinten. Aber da ist auch wieder bloß ein Nanokern drin. Hier kommt jetzt keiner von der Seite erstmal. Oh. War einer? Nein. Finde ich aber auch geil, dass man hier an den Überladenstationen, dass ich da sehe, wohin. Ah, okay. Das geht jetzt zu den zwei rein. Gut, einer bloß nach links, einer nach rechts. Hm. Wo man dann halt was öffnen kann dadurch. Nanokern? Wer habe ich denn den Nanokern? Hat das Ding gerade Nanokern getroppt oder ist er hier einfach mit rausgefallen, weil ich dagegen gehauen habe? So, hier ist nochmal so ein Scorp-Hit. Oh, komm, ich war weg. Na, warte. Hier haue ich den kleinen Schwänzchen ab. Und weg mit dir. Ah, shit. Hallo? Ich fange an, mir Sorgen um Ed zu machen. Seit wir angefangen haben, Teammitglieder mit Neurolinks auszustatten, dreht er langsam am Rad. Und ja, wir haben sein Implantat wieder und wieder gecheckt. Ich habe langsam Angst, er kriegt eine Art psychischen Totalausfall. Er driftet komplett ab von der Realität.
Wir befinden uns seit über einem Jahr in der Humantestphase. Ich meine, wir sind das Entwicklungsteam und er ist der leitende Softwareingenieur. Aber er besteht darauf, dass seine Gedanken nicht seine eigenen sind. Dass da jemand bei ihm ist. Krankes Zeug. Aber bekloppt, oder? Davon und ich darf wohl sagen, Kopf hinter Resolve, hier mit uns begrüßen zu dürfen. Jonah, ich darf dich doch Jonah nennen. Ich glaube, hier kriegen wir einen Shortcut gleich. Wie wir gerne sagen, bei Creo sind wir alle Familie. Ja. Es ist ein Privileg, dich hier zu haben. Im Lauf der Zeit. Ja. Hier links steht noch so ein Fieser, der mich angreift. Weiß ich noch, beim ersten Mal, der mich dann umgehauen. Kommt der? Wo ist er denn? Haben wir. Da sind wir ganz gut dabei. Da können wir noch mal schön einen aufleveln. So, halt. Doch, von dort bin ich gekommen. War hier nicht ein Shortcut? Oder hätte ich... Warte mal. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Und fahre noch mal mit dem Fahrstuhl nach unten. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Huch, da war doch noch was. Glück gehabt, ey. Oh, Schrotthaufen. Da ging es ja da unten auch noch, da oben auch noch lang gerade, genau. Bin ja nach links in den Fahrstuhl, da ging es dann aber gerade da außen noch so eine Treppe hoch. Entweder da oben lag nichts weiter rum oder da lag nur was rum und da ging es nicht weiter. Ich meine hier links, also jetzt, das meinte ich gerade hier links zum Fahrstuhl, geradeaus zur Treppe. Doch, das hier ist der Shortcut. Gut, gut, dass ich, ach nee, doch nicht. Das ist auch wieder ein gesicherter Bereich. Nicht autorisierter Zugriff. Okay. Gut, nee, alles gut, dann müssen wir hier lang. Nur nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen, nachher... Bist du dann wieder schon 10 Minuten weiter und du fragst dich, verdammt, was war da nochmal? Deswegen, ich check das dann lieber nochmal ab. Dann gehe ich lieber ein paar Meter einen Weg und gehe dann nochmal zurück, um auf Nummer sicher zu gehen. 5-mal große Heilung habe ich noch, okay. Und wir müssten theoretisch gleich einen Shortcut nach draußen freischalten, deswegen... Da können wir dann auch die Heilung nochmal auffrischen. Oh, eine V3-Injektion. Brauchen wir bloß nicht mehr. Höck, höck. Den da drüben mal schlafen. So, warte mal, hier ging es runter. Da kann ich irgendwas mit öffnen. Alter. Lockdown deaktiviert. Systemneustart. Achtung! Zugangsbeschränkungen für diesen Sektor wurden aufgehoben. Bitte kehrt an euren zugewiesenen Arbeitsplatz zurück. Das war jetzt gerade sehr mutig, fand ich. Oh Gott, ey. Der konnte gar nicht weg. Ich aber auch nicht. Aber wir hatten Glück, dass er mich jetzt hier nicht weiter penetriert hat. Hier hinten ist noch so ein großer. Ich nehme den jetzt einfach mal noch mit. Oh, nice. Schön gekämpft. 100.000 Altmetall im Gepäck. Thank you.
4000. Okay. So, jetzt haben wir das hier nämlich geöffnet. Könnte ich jetzt in die Mitte da hinten rein? Ja, aber irgendwo habe ich den Shortcut da hinten vergessen zu öffnen. Ich nehme den mal noch mit. Backstep. Und kabums. So, und jetzt holen wir uns erstmal die Heilung. Oder wir gehen zurück und leveln auf. Können wir auch machen. So weit ist es bis hierhin jetzt nicht mehr. Ja komm, lass mal zurückgehen. Können wir von mir aus mal machen. So, hier links wäre jetzt die Heilung gewesen, aber... Dann gehen wir zurück, leveln auf. Ist ja jetzt nicht so weit bis hierhin. Können wir wahrscheinlich... Wir machen zwei Level. Einmal mit dem, was wir dabei haben. Ich glaube so 10 oder 17.000 waren es noch in der Medibay. Ja, könnte sein, dass ich gar keinen Schrotthaufen einsetzen brauche, um für zwei Level nochmal aufzusteigen. Genau, die Drohne kriegen wir, glaube ich, von Melissa. Ich glaube, so war das. Schön, dich zu sehen. So, irgendwas war neu. Das hier, glaube ich, ne? Das blutbeschmierte Proteus-A-Modul, genau. Das ist neu, blutbeschmiert. 35 auf MK7. Können wir eigentlich mal machen. Kostet 8000. Einmal könnten wir das machen. Beim Kopf könnten wir es einmal machen. Und das noch nicht. Wir machen jetzt erstmal die beiden Level. 128.000, das reicht für zwei Level, super. Stufe 100. Klasse. Reicht aber, glaube ich, noch nicht, dass ich das die 15 Ausdauer, gut, die könnten vielleicht wirklich, die sind jetzt nicht so entscheidend, die würde ich mal gegen die 40% austauschen. Es fehlt uns ein Level. Das heißt, warte mal, wir brauchen 65.800 mittlerweile. Würde ich die denn zusammenkriegen? Ja, hier 20.000. 10.000. Komm, wir machen das mal. Ach komm, hiervon noch ein paar. Ich mache gleich noch ein paar mehr, damit wir dann noch ein paar andere Sachen wieder aufwerten können. Ja. Bisschen noch. 400er. Achso, das waren sogar 200er. Wunderbar, Stufe 101, dann nehmen wir die 15 Ausdauer weg und dafür einmal die plus... Geht immer noch nicht? Ach, plus 5, da fehlt uns noch ein Level. Ach so, und ich glaube, ich konnte unterwegs einfach nicht auf dieses... Hier, weil das 2 braucht. Ich habe da nicht nochmal hingeguckt. Das verbraucht 2 Kernleistungen, ich war der Meinung, das verbraucht 0. So, das verbraucht 5, das verbraucht 1, das heißt, ein Level bräuchten wir noch. Ich mach das jetzt. So. Ich möchte von allen einen behalten, was jetzt gleich zu viel ist.
Entweder wir machen dann noch ein Level nach dem Upgraden. Ich nehme jetzt einfach mal was, bis wir alle von allem nur noch einen haben. So, jetzt aber. So. Da fällt mir ein. Können wir das nicht auch noch ein zweites Mal finden? Den Recycling Buddy V4? Geil, jetzt klappt's exakt. Haut gerade so hin. So, einmal MK... Oh, hier. MK9. Brauchen wir dann wieder 31.000, ey. Okay, einmal davon MK7 vom A-Modul plus 4 Verteidigung. Kopfmodul plus 2 bloß. Brustmodul. Und einmal... Ach nee, Bein können wir noch gar nicht. Die Waffe könnten wir... Könntest du uns aber auch sparen, wenn wir die dann direkt auf MK8 mal irgendwann machen. Die geht halt schon auf 182 hoch, ne? Achso. Na gut, dann, ja. Jetzt glaube ich auch da drüben lagern können. Lagern wir den Rest mal hier. Und ja, dann geht's weiter. Komm jederzeit wieder. Überlege ich mir noch. Die sind echt saugut. Ich bin immer noch begeistert von der kleinen Waffe hier. Ist halt schade, ne? Ich hätte echt gedacht, ein NG Plus. Na komm, dann halt du erst. Hätten sie alle Gegner deutlich stärker nochmal gemacht. Und zusätzlich halt noch woanders welche hingestellt. Na, komm her. Ich wollte jetzt nicht runterfallen. Na, hast recht. Warum eigentlich nicht, ne? Brauche ich denn Bein, bräuchte ich mal. Okay, da war ich zu spät dran. Ach Mist. Jetzt ist er ohne mich hochgefahren. Sehr, sehr klug von mir reinzugehen, dann wieder rauszugehen, bevor der... Oder, ja. Dass er noch schön losfahren kann ohne mich. Na gut. Ich würde sagen, wir machen hier einfach beim nächsten Mal weiter. Ich fahre hoch und dann geht es dort beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.